Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich bin mal wieder der Parixo, auch bekannt als Chris, wer hatte damit dann gerechnet. Und wir spielen dieses wunderbare Spiel weiter. Und bevor ich hier loslege, würde ich ganz gerne mal was sagen. Und zwar versuche ich mal heute was Neues. Ich werde nämlich jetzt mal in Parts aufnehmen. Das heißt also, ich nehme jetzt ungefähr immer so 15 Minuten auf. Und dann verabschiede mich und dann nehme ich die nächste Folge auf, so wie Dante es jetzt beispielsweise macht, ne? Und ja, mal gucken, ob mir das zusagt. Falls nicht, dann kann ich es ja wieder so wie vorher machen. Mal sehen, vielleicht gefällt es mir auch. Ich habe da jetzt ein bisschen rumprobiert in den letzten Tagen und es funktioniert auf jeden Fall alles. Und wir fangen jetzt einfach an, es interessiert eh keine Sau, was ich hier laber, ne? Meine Freunde, so sieht es nämlich aus. Gut. Hallöchen, liebe Eule. Was wir nämlich jetzt machen müssen, ist erstmal diese komischen Viecher hier abwehren und kamumsen. Und zapp. Und weg mit dir. Und du auch gleich nur hier noch weg. Zack. Und jetzt können wir nämlich durch diese Tür. Und jetzt müssen wir uns da mal an dieses Rätsel wagen. Oh mein Gott, meine Freunde, dieses Rätsel. Und zwar habe ich da jetzt sehr lange rumprobiert. Wir müssen das Ganze nochmal eins weiter drehen. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur so machen. Zack. Zack. Zack, und jetzt bekommen wir das nämlich genau so hin, wie wir es wollen. Weil meine Vermutung war falsch, dass wir hier dann am Ende gelb haben müssen. Wir müssen nämlich rot haben, weil, keine Ahnung, das muss halt einfach so sein. Habe ich so rausgefunden, dass es rot sein muss und irgendwie ist es so. Und jetzt geht's auch weiter, meine Freunde, oh mein Gott. Und da sind Schlangen, die ziemlich böse aussehen. Nein, okay, eigentlich sehen sie voll lieb aus, aber ist ja auch egal. Hoffentlich belasse ich... Ich muss mir angewöhnen, ab und zu mal ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Nicht, dass ich mir mit... Ja, schön viel Leben verloren habe ich. Aber egal. Nicht, dass ich hier zu viel aufnehme, ne? Und dann im Endeffekt habt ihr da so einen 45-Minuten-Klopp am Ende, ne? Muss ich mir mal ein bisschen angewöhnen. Hier ganz vorsichtig an den Schienen vorbei. Und du kannst auch noch hier mal ein bisschen Schläge abholen. Willst wohl keine. Naja, ist auch schon besser so für dich, ne? Und was ist das hier? Oh Gott, was ist das denn? Okay, die kann man nicht töten. Müssen wir schnell vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da kommt natürlich so ein hässiger Schleim. Wer hätte damit denn gerechnet? Zack, die haben jetzt Schwerter, die Viecher. Zack, hier einmal das Leben noch eingesammelt. Zack, zack. Nee, bam. Oh Gott, die sind ja gefährlich. Die muss man ja irgendwie von der Seite angreifen, ne? Wie komme ich... Wie mache ich das denn am besten? Zack. Na, ich sterb da doch, oder? Kann ich die überhaupt töten? Jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Zack, du auch. Du auch, du auch. Fledermaus. Ich bin tot! Geil! Fick dich. Naja, okay. Wir müssen nochmal komplett von vorne anfangen. Na, super. Dann machen wir das halt nochmal ganz schnell. Dürfte ja nicht allzu schwierig sein. Hier, du nochmal weg. Zack. Und ja, du kannst dich mal gewaltig in die Arschritze lecken, mein Freund. Du natürlich auch noch. Und weiter geht's, meine Freunde. Jetzt nochmal hier um das Rätsel lösen. Wird ja mal besser, das Spiel. Zack, zack. Noch eins weiter vor. Zack, dann ein auf den hier, dann ein auf den hier und wieder mal auf den hier. Und dann bekommen wir am Ende wieder mal rot hinaus, meine Freunde. So ist es. Oh ja. Jetzt haben wir hier schon zwei Schlangen. Da hatten wir vorher nicht. Ja, fick dich. Zack, aber wenigstens ein Leben rückerstattet bekommen. Und hier die... Oh Gott, sind die schnell? Wieso sind die denn so schnell? Ich verstehe es nicht. Da kann ich nicht mehr runter, schade. Sonst hätte ich mir da noch ein Herz abgeholt. Aber weiter geht's erstmal. Hier müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass wir von denen getroffen werden. Das wäre ziemlich schade um unser Leben, meine Freunde. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier muss ich jetzt aber auch erstmal rausbekommen, was wir hier überhaupt machen sollen. Ich denke mal, wir sollen diese komischen Schweinepriester hier töten. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Zack. Zack. Vielleicht... Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kann ich dir auch eine Bombe abwerfen. Das dürfte funktionieren, oder? Komm. Ja, zack, weg, Bester. Und du auch gleich noch. Hier, komm, schnell, Bombe explodiert. Scheiße. Okay, 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 okay. Zack, und... Oh, no, 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 no. Ah, nee, zu weit weg. Aber von hier aus könnte ich doch jetzt einen werfen und den dann... Ah, Gott. Die müssen immer weggehen. Das ist scheiße, komm schon. Da muss immer eine treffen. Die? Na, schade.
Aber die jetzt. Komm, 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 komm. Ja, fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie, ganz einfach. Zack. Komm schon, wir haben nur noch ein Leben. Da bleibt er jetzt fest. Ja, komm, und jetzt? Komm, 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 komm. Hab ich ihn. Ja, ich hab ihn. Okay. Dann nehmen wir nochmal schnell das Schild. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier haben wir noch eine Fledermaus. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Ich speichere mal lieber. Wir haben nur noch ganz wenig Leben, meine Freunde. Sichern. Und sichern und fortsetzen. Und weiter geht's. Oh ja. Gut, da haben wir wieder dieses komische Donnerblitzartige Dingsbums gedönst. Wie wird da jetzt weiterkommen? Oh Gott, wie kommen wir da denn jetzt weiter? Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Jetzt hör auf hier. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Erinnert ihr euch an diesen Raum, wo... Oh, lass mich hier durch. Wo wir da diese unser Schild benutzen mussten, um diese Viecher abzuwehren. Und da könnten wir jetzt... Zack, und weg bist du. Ha! Und gleich noch ein Herz abgegriffen. Das ist doch super. Zack, und zack, und das funktioniert sogar. Ja, okay, gut. Super Sache. Auf jeden Fall, ne? Und dann können wir hier runterspringen. Ja, super. Und jetzt müssen wir nämlich in dem Raum, müssen wir jetzt einfach ganz schnell durch und hier jetzt schnell in die Tür rein. Ah, oh, super. Okay, hier abwehren und schnell kloppen. Und hier, ihr könnt auch nochmal kurz mir einen Besuch abstatten. Jetzt weiß ich ja, wie ich euch töten muss. Zack, und weg, 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 weg. Naja, okay, dann fällst du halt durchs Loch rein. Ist auch eine schöne Sache, ne? Und du auch, und du auch, ja. Tschüss. Super, dann haben wir die alle ins Loch reingeworfen, auch wenn es gar nicht so geplant war. Und hier haben wir eine Kiste. Gucken wir nochmal, was da drin ist. Du hast den Kompass gefunden. Hatten wir nicht schon mal einen Kompass? Maybe. It's strong stuff. Nutze ihn zur Orientierung, um Schatztruhen zu entdecken und Schlüssel aufzuspüren. Okay. Kompass. Ich check immer noch nicht, wie man den Kompass benutzen soll. Und jetzt hängt hier wieder alles. Wieso hängt jetzt alles? Hängen. Hallo? Es darf jetzt nicht alles hängen. Was ist das denn jetzt? Nicht hängen. Komm schon. Nein. Nicht hängen. Dann machen wir nochmal aus und an. Zack. Und... Moment, Moment. Dauert noch ein bisschen. Zack. Okay, hat sich wohl aufgehangen. Dürfen wir wohl nicht benutzen. Oh Gott, ey. Alte Spiele hängen sich immer ganz gerne auf. Finde ich immer ganz lustig. Und die haben aber noch den Schlüssel. Das ist super. Also hier nochmal schnell durch. Komm schon. Nein. Okay. Und hier holen wir uns nochmal schön Leben. Einfach immer. Zack. Und du auch noch rein. Und... Ah, fick dich. Wir sind tot. Wir sind tot. Das ist mal wieder genial, meine Freunde. Genial. Gleich nochmal probieren. Und jetzt haben wir auf einmal drei Herzen. Woran liegt denn das? Hm. Komisch, komisch, ne? Aber ist ja auch völlig egal. Hier nochmal die Schlange reingeschubst. Und du auch nochmal. Zack. Rein mit dir. Und du auch nochmal. Zack. Und die kann mich auch nochmal gleich angreifen. Hier. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Hallo? Bam. Weg mit dir. Und hier nochmal. Die kann auch nochmal. Zack. Ah, schade. Die ist nicht reingefallen. Aber die... ist jetzt reingefallen und ich bin auch reingefallen. Kannst mich mal. Okay, hier nehmen wir mal den Kompass. Den dürfen wir jetzt eh nicht benutzen, weil dann das ganze Spiel abstürzt, ne? Ich speichere jetzt nochmal. Sichern, sichern und sichern und fortsetzen. Genau, so wollen wir das haben. Und jetzt hier den Schweinepriester kloppen. Der uns irgendwie eh nicht durchlässt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, lass mich rein. Ja, und wo soll ich den Schlüssel herbekommen? Oh Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Wie mache ich die dann kaputt? Ah, okay. Superschlag. Ja, dann machen wir halt den Superschlag. Ja, pff. Wenn sie es so verlangen, dann machen wir es halt. Ne? Ist ja kein Problem. Schaffen wir schon. Hier bei den ganzen Schlangen, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Zack, 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 zack. Zack, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ey, wieso müssen da mal die ganzen Schlangen wieder neu auftauchen? Das ist voll schäbig, ey. Aber okay, ja, hier, schieb. Oh Gott, muss man die ganzen Schlangen töten erstmal? Zack, zack, ja, hallo. Komm her, zack.
Und du auch gleich noch hier deine volle Ladung an Brutalität. Yeah. Okay, voll sinnlos. Kann man die hier noch öffnen oder ist die schon... Okay, die ist schon offen. Gut. Super, dann machen wir jetzt hier unseren Superschlag, ne? Bam. Und gleich nochmal. Und komm, von hinten. Scheiße, was war das denn? Okay, wir müssen uns halt wirklich drehen und können da den nicht so ein bisschen anpieksen. Können wir dann hier irgendwas verschieben? Schieben? Schieben. Wir müssen auch hier irgendwas schieben können. Schieben, hallo. Schieben. 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 Wir können hier nichts verschieben. Okay, das ist... Heißt also, wir müssen noch irgendwas anderes machen. Okay, warte mal. Aber ich kann die schon mal hier durch die Wand töten, oder? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Nein, geht nicht. Schade. Schade eigentlich. Okay. Das funktioniert aber nicht. Wieso geht das nicht? Ja, und hier sind wieder die ganzen Schlangen natürlich. Warum auch nicht? Braucht man ja unbedingt. Verschieben kann man hier aber nichts. Oder kann man hier was verschieben? Hier schieben? Man kann hier nichts verschieben. Okay. Heißt also, wir kommen hier nicht mehr raus. Oder hier vielleicht? Oder hier vielleicht? Man kommt hier nicht mehr raus. Okay. Zack, hier können wir nichts machen, hier können wir nichts machen. Okay, das heißt, wenn wir hier nichts mehr machen können, dann müssen wir wirklich hier irgendwas in dem Raum machen. Wir haben aber keinen Schlüssel. Ja, und wir benötigen ja für die Tür einen Schlüssel. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Was wir aber mal probieren könnten, ist einfach... Was ich aber nicht glaube, hier vielleicht so Magic Spell, was aber nicht funktioniert. Schade eigentlich, ne? Hier vielleicht schieben. Hier vielleicht schieben. Hier vielleicht schieben. Hier vielleicht schieben. Es funktioniert einfach gar nichts. Wieso auch immer. Ich werde mal jetzt ganz riskant einen Blick auf die Karte werfen. Vielleicht finden wir ja was. Und das Ding hat sich nicht aufgehangen. Super, geil. Okay, wie kommen wir jetzt hier aber raus? Das ist ja schäbig. Ja, okay, die Schlange können wir kloppen. Zack. Können wir hier noch eine Schlange kloppen oder ist jetzt der Weg frei? Ja, super. Man muss die Schlange kloppen, um wieder rauszukommen. Das wäre irgendwie total sinnvoll durchdacht. Naja, irgendwie not. Aber ist auch völlig egal. Zack, weg mit dir und hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Mein Gott, ihr seid so unfair, ey. Diese dummen Spieleentwickler. Zack, hier weg und du auch nochmal weg hier. Super. Okay. Ja, wie machen wir denn hier weiter jetzt, wenn wir hier nirgendwo durchkommen? Ich werde mal gucken, ob ich hier vielleicht noch einen Schlüssel abgreifen kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, ja, dann mache ich für hier jetzt erstmal Schluss, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, ne, meine Freunde? Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Hier nochmal die ganzen Schlangen weggekloppt. Zack, zack und weg seid ihr. Und dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier was Spannendes. Möglicherweise finden wir hier was Spannendes. Hier finden wir wieder diese komischen Elektro-Dinger. Kommen wir hier irgendwie durch? Nein, kommen wir nicht. Schade eigentlich. Zack, zack. Lass mich durch. Danke. Hier haben wir ja den Schlüssel schon gefunden. Das kann also nichts mehr machen. Zack, hier nochmal weg. Und jetzt haben wir auch nur noch ein Herz. Und jetzt wieder nur noch ein Herz. Und jetzt haben wir wieder ein Herz bekommen. Und jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Hier können wir aber auch nichts mehr machen, ne? Okay. Schade. Wie machen wir das denn jetzt hier? Zack, zack, lass mich durch, lass mich durch. Ja, und wieso taucht da jetzt so ein hässlicher Schleim auf? Hör auf. Einfach so eine Schleimdinger, die mag ich nicht. Auch wenn sie einfach so ohne Sinn auftauchen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Zack, hier nochmal weg. Hier nochmal weg. Hier nochmal weg. Und weiter geht's, meine Freunde. Zack. Da schließt sich die Tür. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich verstehe das nicht irgendwie. Verstehe das nicht. Ja, auf, hör auf, hör auf. Okay, die ganzen Schlangen sind nicht wieder da. Das ist ja höchst erfreulich. Aber was machen wir denn jetzt? Wir kommen hier nirgendwo weiter. Vielleicht können wir die ja wirklich... Ja, okay, wir können die durch die Wand kaputt hauen. Aber wirklich was bringt, tut uns das nicht. Weil wir kommen hier nicht nirgendwo rein. Außer hier vielleicht. Nein, okay, da nicht. Schade. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Aber wir haben ja auch keinen Schlüssel. Wo sollen wir denn den Schlüssel herbekommen? Gruftschlüssel.
sollen wir denn den Schlüssel herbekommen? Für diese Tür benötigst du einen Schlüssel. Oh mein Gott. Wirklich. Okay. Wenn wir für diese Tür einen Schlüssel benötigen, meine Freunde, dann würde ich sagen, jetzt haben wir die 15 Minuten voll, dann mache ich hier wieder eine Pause oder jetzt mache ich hier meine erste Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dann. Tschüss. Ich verabschiede mich.